liebe Gartenfreunde, wir schauen einmal, ob der Sturm irgendwelche Schäden angerichtet hat. Meine Beobachtung war, dass das Zelt nicht mal gewackelt hat. Okay, das sind Windböen gewesen und so weiter, aber das Zelt hat nicht mal gewackelt. Also würde ich sagen, wir haben das einmal perfekt. Für kleine Stürme hat es nicht einmal gewackelt. Mal sehen, wenn was Größeres ist. Gell? Aber ihr seht, schadlos überstanden. Was interessant ist, nur 5 Kilometer weiter am nächsten Berg hat es so gehagelt, dass 5 cm hoch Hagelkörner am Boden liegen geblieben sind. Dort wurde der gesamte Gemüsebeet wurde vernichtet. Okay, da haben wir auch unser Seminar jetzt am Samstag. Genau dort hat es das ganze Gemüsebeet vernichtet. Leider, leider. Ja. So. Ich möchte dir heute vom Boden erzählen. Hi. Sehr gesegnet. Ja, also. Boden ist ein eigenes Kapitel. Das werden wir noch genauer besprechen, aber heute möchte ich euch einmal eine grundlegende Bodenkunde vermitteln. Also, was ist eigentlich Boden? Fangen wir bei der Wüste an. Wüste ist nur noch Sand. Sand und Steine. Gell? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Wüstenboden und jetzt so einem Gemüsebeet? Gell? Der Unterschied ist nur, da wachsen Pflanzen. Das heißt, da leben jedes Jahr Pflanzen und sterben Pflanzen. Und das, was dann runterfällt, die Blätter und so weiter, Wurzelreste, die verrotten. Alles, was von Bakterien zersetzt wird, ergibt Humus. Das ist das Dunkle in der Erde. Sobald ich diesen Boden, jetzt ist er schön nass, dann ist er natürlich schön dunkel. Sobald dieser Boden in der Sonne ist, was passiert? Er trocknet aus. Die Mikrobiologie, die Bakterien sterben. Die Käfer und Würmer weichen dorthin, wo es nasser ist. Und was haben wir dann? Wüste, Sand. Das heißt, ein Gartenboden kann sich innerhalb von einem Jahr in Wüste verwandeln. Wenn das Wasser fehlt und die Mikrobiologie quasi abwandert, weil kein Wasser da ist, zerstaubt der Humus und alles wird nur noch Sand und Steinchen. Okay? Das heißt, so eine Handvoll Gartenerde, okay, ist vielleicht so ein Häufchen Sand und der Rest sind Bakterien und Abbauprodukte. Okay? Das heißt, das sind 70% ist nur Leben, wenn du den Boden in der Hand haltest. Das ist nur Leben. 70%, 30% ist Materie. Okay, das bedeutet, Boden ist nur dann Boden, wenn es einen Humus gibt. Das heißt, wenn es eine Bakterienschicht gibt, wo Würmer, Bakterien, Milben, Kleinstlebewesen, Käferchen und so weiter den Boden durchwühlen nach essbaren Essen, dann natürlich wieder ihre Ausscheidungen produzieren, das wieder das nächste Bakterium isst, wieder ausscheidet, das nächste isst, scheidet aus und so geht das Ganze im Kreis. Das heißt, Boden ist im Grunde ein Ökosystem und es spielt sich meistens in die oberen 15 cm Erde ab. Da spielt sich normalerweise das Leben ab. Außer bei der Terra Preta, bei dieser unglaublichen schwarzen Erde aus dem Dschungel von Südamerika, da geht es bis zu 1,5 Meter runter, der Humus. Und der liegt dort 2000 Jahre und ist immer noch aktiv, okay? Und das wollen wir da eben aufbauen. So, und jetzt geht es also um die Bakterien, Käferchen, Würmchen und Regenwürmer. Um die geht's. Wenn die glücklich sind, dann hat die Pflanze alles, was sie braucht. Weil sie haben in der Wüste versucht, Sachen anzubauen und es geht nur, wenn man Pilze und Bakterien zuerst in den Boden gibt. Weil was machen die Pilze? Die Pilze spalten Spurenelemente auf. Pilze können Steine zerlegen, Mineralien aus Steinen klauen. Das heißt, die Pilze können sogar eben Steine kaputt machen. Okay? Zusätzlich das Regenwasser. Wenn das Regenwasser in den Boden reinkommt und das CO2 von der Luft dazukommt, dann entsteht Kohlensäure. Das ist ganz normal. Diese Kohlensäure kann sogar Quarzsteine auflösen im Laufe der Jahre.
Das heißt, es zerlegt sogar Quarz und holt dort das Silizium raus und löst den Sauerstoff ab und so weiter. Das heißt, Calcium wird, also da sind irrsinnig viele chemische Prozesse im Boden. Dann gibt es auch noch die Nitrifikation vom Boden, das heißt den Ammonium-Nitrit-Nitrat-Kreislauf, der in jedem Wasser stattfindet. Das heißt, da ist total viel los im Boden. Und um dieses Bodenleben aufzupeppen, macht man Folgendes. Man gibt ja Kompost rein in die Erde. Warum? Mit dem Kompost kommen die Würmer, die Käfer, die Bakterien. Da sind sie nämlich drin, weil das lieben sie, da leben sie, da blühen sie auf. Und das kommt in die Erde, wird vermischt. Und wenn es dann vermischt wird, es sind überall Bakterien, Würmer und Ding. Und dann fangen die an, sich überall alles zu verbreiten. Und zum Schluss hat man richtig schöne, massive Humusschicht. Ja, und um dieses Bodenleben zu schützen, weil bis jetzt liegen meine Felder quasi brach. Die liegen da einfach nur in der Sonne und werden getrocknet und die Bakterien an der Oberfläche sterben und ich hilf der Verwüstung und der Erosion. Und das ist schrecklich und deshalb wird der Boden jetzt gemulcht. Jetzt kommt eine Mulchschicht drauf, dann werde ich auch noch Karton eingeben, weil Regenwürmer lieben Karton zum Essen erstens, weil die lieben diesen Zellstoff, aus dem der Karton besteht. Und sie legen ihre Eier dort rein und dann gibt es Regenwürmer ohne Ende. Und Regenwürmer ohne Ende bedeutet gute Erde ohne Ende. Weil alles muss durch den Wurm, ganz jeder Kompost muss durch den Wurm. Wenn es nicht durch den Wurm gegangen ist, ist es keine gute Erde. Ganz einfach. Das ist alles wissenschaftlich. Ihr könnt es alles nachdenken. Ich bringe euch einfach so Zusammenfassungen und den Rest könnt ihr euch dann selbst recherchieren oder auch in der YouTube-Akademie lernen. Ja, ich werde jetzt einmal alles mit Stroh jetzt einmal mulchen, weil ich habe noch zu wenig Rasenschnitt. Ihr seht, es hat erst heute Nacht richtig geregnet in diesem Frühjahr. Es ist jetzt da, ich glaube, 4. oder 5. April. Und es hat das erste Mal richtig geregnet seit dem Winter und jetzt wird das Gras einmal schießen. Aber ich habe jetzt derweil kein Gras, deswegen habe ich mir Strohballen besorgt und jetzt werde ich das da alles mulchen, den Karton drunter legen, damit die Regenwürmer richtig aktiv werden und die ganzen Mikroorganismen sich da ordentlich vermehren. Und dann werde ich das Ganze mit Vlies abdecken, damit es runter richtig ein bisschen rotten kann. Natürlich kommen effektive Mikroorganismen drauf, damit das nicht verrottet. Also nicht verwest und vergammelt, sondern dass das fermentiert darunter. Und dann kommen die Regenwürmer, die riechen das, kommen dann von unten aus der Erde und ziehen die Strohhalme unter die Erde rein. Und dort essen sie sie dann. Das heißt, die Regenwürmer ziehen dann das ganze Stroh, die Biomasse unter die Erde. Und da brauche ich überhaupt nichts machen. Ich brauche dann nur jetzt das Stroh aufgeben, mit effektiven Mikroorganismen ordentlich angießen, zudecken, dann wird es darunter schön warm, der Boden erwärmt sich, die Bakterien vermehren sich, die Würmer ziehen es runter und da ist ein richtig buntes Leben. Und ich als Gärtner habe null Arbeit damit. Null. Und das mache ich deshalb heute, weil es hat jetzt die ganze Nacht geschüttet. Der Boden ist jetzt voll mit Wasser und das will ich jetzt ausnutzen. Weil ich will das Wasser im Boden speichern und das geht am besten durch Abdecken. Ja, und da könnt ihr mir jetzt zuschauen, wie ich das jetzt angehe. Und sobald ich Rasenschnitt habe, mulche ich Rasenschnitt drüber. Also das ist mit dem Stroh ist jetzt nur eine Notvariante, weil es eben noch kein Gras gibt. Ja, okay, also dann ziehen wir mal die Arbeitshandschuhe an und los geht's.